So. Also nicht. Ich stand doch richtig. Das da ist noch falsch. Du blockierst den Platz, den ich vorgesehen hatte für die Kisten. Wird jetzt wieder alles komisch aussehen. Eine schöne, einheitliche Fabrik. Die ganzen Flüssigsachen bringen das alles durcheinander. So, du nimmst raus, du nimmst rein, du nimmst rein, du nimmst raus. Jetzt nochmal. Du bist jetzt weiter, du bist bitter. Du hättest gerne dementsprechend die Splitter. Davon werden wir eh nur ein oder zwei haben. Das heißt, für das Chitin mache ich das jetzt nicht wirklich. Ich mache es auch für die Ehen-Artefakte. Für das Chitin wäre es wesentlich sinnvoller, die Medium oder Big Biter zu nehmen. So, und du hättest bitte Königin Biter. Dum, dum, dum. Dum. Ah, da arbeitet was. Das hätte ich so nicht erwartet. Beide arbeiten sogar. Tschung, 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 tschung. Und ein Queen Biter Egg. Da machen sie jetzt Unterschiede zwischen den Eierarten. Hätte ich so nicht erwartet. Aber gut. Und jetzt noch irgendwo eine neue Fabrik, die die anderen Leichen zerlegt. Machen wir mal die hier. Du zerlegst bitte Small Spitter. Du hättest gerne... Nein, keine Small Biter. Small Spitter. Und die brauchen Wasser. Haben wir eine Wasseranlage? Also wir haben das da, wir haben Schwefelsäure, wir haben das. Wir haben keine Anlage direkt für Wasser. Okay. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ich mach einfach... Ist alles viel zu eng hier. Das wollte ich eh wegmachen, oder? Ich glaube, ich wollte das wegmachen und von oben nach unten anordnen. Weil der Plan wäre dann jetzt, dass ich auch die anderen Sachen, die Schwefelsäure brauchen, wie zum Beispiel die Könige, hier brauchen wir auch Schwefelsäure, dass ich die auch baue. Dann kriegen wir da auch nochmal Chitin. Und Könige haben wir schon wesentlich mehr getötet als Königin. Und die Elderbiter und Berserker. Das heißt, ich nehme jetzt mal... Wo ist mein Blueprint? Du bist mein Blueprint. Nimm dich mal hier. Und hier. Da und da. Muss jetzt nur die Schwefelsäure irgendwie dazwischen bekommen. Aber das sollte machbar sein. Mach einfach da das. Machen wir gleich das nächste, wenn du das kannst, darfst, wie auch immer. Dann gehst du jetzt erst nach unten. Dann haben wir hier eine... Wir haben hier nirgendwo Platz, echt. Hier haben wir Platz. Da, wo wir es gar nicht wirklich brauchen. Ja, und es verbindet sich. Da nicht. Okay, wir brauchen ganz viele Rohre. Da, wir brauchen dann die, wir brauchen die. Plan ist jetzt, Schwefelsäure dahin zu bringen, unterirdisch da dran vorbei, damit es sich nicht mit dem Lubricant verbindet. Dann hier wieder runter. Oder am besten hier wieder runter, aber da ist wieder kein Platz. Und so weiter. Dass wir irgendwann da unten Schwefelsäure haben. Untenrum wäre es einfacher, oder? Ja, hier unten ist Platz. Machen wir es doch einfach mal untenrum. Du geh mal da rum. Dann gehst du da irgendwo wieder runter. Warum habe ich so viel Krams dabei? So, ja, wegen der Monsterfalle. So. Gut. Zap, zap, zap. Schwefelsäure ist da. Gut. Du... Machen wir es bitte links. Könige. Splitter links. Weiter rechts. Weiter rechts. Splitter links. Achso, und bei euch sollten wir dann auch die guten Module reinhauen, hm? Bei denen da oben auch. So. Hier kommen dann die Berserker. Berserker Spitter.
Berserker weiter und die brauchen keine Gottmodule. Das wäre dann doch ein wenig übertrieben, oder? Also nicht, dass wir uns das nicht leisten können. Inzwischen, aber es wird trotzdem übertrieben. Da sollte ich erstmal alle anderen Fabriken anpassen, bevor ich sowas mache. Gut, und jetzt hätte ich gerne... Chitin. 200 Stück. 150 Stück. Ardite kommt gar nicht. Und 36 Effektivitätsmodule 3. Und noch mehr Speedmodule 3. Okay, Dreier sind hier. Inventar wird langsam ein wenig voll. Speedmodule, das sind die falschen. Da. So. Die zweite Power Armor MK2 habe ich an, die kann ich abnehmen. Fehlen nur noch die Ardite-Platten. Das verstehe ich nicht so ganz. Ardite sollten wir eigentlich irgendwann irgendwo mal... Da ist Ardite im Notfall. Was sollte eigentlich schon irgendwo hier mit bei sein? Achso, wir haben keine Sonderschmelzen mehr. Okay, dann mach mal eine grüne hier weniger. Und du forderst ab sofort bitte... Ardite an. Die Schmelzen bräuchten theoretisch alle die Gottmodule. Wegen weniger Stromverbrauch, effektiver und überhaupt alles. Das mache ich einfacher. Kann ich inzwischen Dreier Schmelzen bauen? Ja, ne? Dann mache ich einen Upgrade-Planer für 2 auf 3er Schmelzen. Dann werden die ganzen Module automatisch rausgenommen und ich muss nur durchlaufen mit Steuerung und klick, 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 alles hat Gottmodule drin. Ich bräuchte also nur, in Anführungszeichen... Wow, wir können sogar schon 4er bauen. Ich bräuchte nur die besseren Schmelzhöfen. Dafür bräuchte ich ganz viel Blei und Item-Exits. Mein Inventar ist völlig zu. Ja. So. Die Dinger hole ich mir später wieder ab. Die brauche ich nicht. So. Okay. Hab ich jetzt alles? Außer die Powerrüstung. Okay, das heißt, erst müssen wir alles bei unserer Powerrüstung rausnehmen. Dann sind wir kurz sterblich, was sich echt doof anfühlt. Und jetzt bauen wir die Dreier. 18 mal 18 Slots. Das wird gut abgehen. Das wird richtig. Wo sind wir langsam? Ja, sterblich sein ist doof. Wir haben noch kein Komplex gebaut für Schmelzöfen, oder? Das automatisch aufstuft. Nee. Aber das hätte ich ganz gerne hier oben bei denen. Das passt sehr gut dazu. Das heißt, reiß das mal ab. Kopiert das mal. Setzt das da unten hin. Mach dich da weg. Und dann bauen wir hier Schmelzofen 1, 2, 3, 4 hin. Ich weiß nicht, ob wir zu 5 kommen. Wir brauchen die 1 und 2 eigentlich gar nicht. Wir sollten gleich bei 3 anfangen. Dann können wir die nämlich abreißen. Was soll's, wir haben die Ressourcen. Seid ihr alle beschränkt? Nein. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Und die Rüstung ist da. Ta-ta-ta-ta. Das ist viel Platz. Also es soll noch besser gehen können mit den anderen gemoddeten Power-Rüstungen. Aber mal im Ernst. Ich denke, selbst wenn wir das jetzt... Ne? Sollte reichen. Wir brauchen noch ein MK4, mindestens einen Reaktor fürs Erste. Und wir haben den Dreier auch wieder verdoppelt. Hammer. Okay. Bau. Was fehlt? Portable Fusion Reaktor. Da fehlen grüne Chips und Alien-Artefakte. Nimm bitte grün. So. Und nimm bitte Alien-Artefakte. Die werden wir nicht bekommen, weil die unten irgendwo in Kisten liegen. So, jetzt aber hier weiter.
Ich wollte eigentlich die Monsterfalle dieses Mal bauen, ne? Ja, ich weiß. Aber ich finde, das ist gerade ein wenig wichtiger. Die Furnace hier alle abzugraden und später mit Godmund Runen zu versehen und so weiter, damit wir wirklich keine Stromprobleme mehr haben. Und ich rumspielen kann mit allen möglichen Basen, mit 100.000 Lasertürmen, ohne dass dann plötzlich irgendwo das Licht ausgeht. So, du hättest gerne Weiß, Stein, Tin, Frame, Wheat. Das werde ich mir nicht merken können. Weiß. Tin. Stein. Frame. Weak. Weak. Ja? Haha! Ah, sag doch mal, ich kann mir keine Dinge merken. Gut, eigentlich solltest du aber nicht da eingelagert werden, richtig? Sonst soll es gleich weitergereicht werden. So, du machst jetzt Zweier. Dafür brauchst du Blei, Basic Exit Weiß. Blei? Basic Exits sind hier irgendwo. Die wir bestimmt nicht automatisiert haben. Und Weiß. Oder haben wir das unten irgendwo gemacht? Mal die ganzen Ditec-Sachen. Auf Ditec baue ich ja nicht so wirklich viel in dieser Staffel. Ich gehe eher auf die Bob-Schiene. Nee. Kein Ditec-Kram hier drin. Also nicht die rote Blätter, die Frames und so weiter. Das heißt, das müssten wir auch irgendwo hier in der Nähe hinbauen. Mach mal hier. Ich lasse die Roboter frei. So. Blub. Nein. Nein, 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 nein. Da, da, da. Du stellst her. Das artet ein wenig aus. Du stellst her, Frame. Brauchen wir die jetzt alle? Ich mach bitte erstmal nur die Frames und die Basic Item Exits. So, Frame. Du brauchst nur Eisen, Stick und Braun. Haben wir Sticks automatisiert? Eisen. Ich glaube, für Lampen hatten wir es mal. Braun. So, beschränk dich bitte auf 2 Stacks oder so. Und du machst die Basic Exits. Brauchst Rubber, Holzkisten und Eisen. Haben wir Holzkisten automatisiert. Wo ist unsere Kistenabteilung? Ich weiß, wir haben irgendwo eine Kistenabteilung. Da. Nein, wir haben keine Holzkisten. Brauchen eine Holzkistenabteilung. Ja. Holzkiste. Brauch Holz. Ich hätte gerne weniger als 10.000 Holzkisten. Du kriegst keine Godmund-Rune. Okay. Das hätten wir also auch. Du hättest gerne Holzkisten. Ganz normale Holzkisten, keine riesen Holzkisten. Und Rubber und Eisen. Eisen und du bist wieder hier unten irgendwo? Nein, bist bei den Bob-Sachen. Rubber. Das ist eine kaputte Holzkiste, die kann schön verarbeitet werden. Da habe ich gar kein Problem mit. So, die Item-Axes werden jetzt abgeholt und oben hingebracht. Dich haben wir beschränkt, sehr gut. Allerdings solltest du ebenfalls nicht eingelagert werden. Sondern weitergereicht werden zu der Fabrik, die wir eigentlich die ganze Zeit bauen wollten. Also den Schmelzofen, nämlich die Dreier-Schmelzöfen, damit wir die Zweier abreißen können, um die Dreier hinzusetzen. So, du machst also jetzt Dreier. Dafür brauchst du Blei. Du brauchst einen anderen Item-Exit, kein Basic-Item-Exit. Also Blei, Weiß und Normal. Blei. Weiß. Und Normal. Da. Das heißt, das Ding müssten wir dann auch erstmal wieder machen. Hier. Du brauchst normal. Rubber Iron. Jeez. Bau
eine Iron Chest. Dafür brauchst du Iron. Gut. So. Vorder an. Iron Chest. Ganz normal. Keine große, keine sehr große, kein gar nichts. Rubber? Was war das andere? Weiß, ne? Ne, Stahl. Dum, 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 dum. Stahl. So, und ebenfalls beschränken, bitte. So, und du brauchst von hier drüben noch die... Macht ihr was? Ah ja, okay, kommt. Gut. Du stellst die her, die kommen dahin. Jetzt brauchen wir einen davon. Einen davon und stellen jetzt den Upgrade-Planer ein. Du hättest gerne MK2 auf MK3. Safe. Und jetzt sollte das eigentlich schon funktionieren. Ich darf nur nicht auf einmal, nur nicht zu viel auf einmal upgraden. Sonst haben wir halt keine Dreier da. Also die Zweier werden jetzt abgeholt, werden in die Kiste geschmissen. Nein, werden sie nicht. Du forderst bitte... Alles gut, okay. Du forderst bitte die Zweier Schmelzöfen an. Da. So. Und ich gebe dir doch auch mal Gottenblume, was soll's. So, da sammeln die sich schon ziemlich schnell, das ist gut. Upgrade. Dum, 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 dum. Rupp. Rupp. Jetzt sind wieder mehr da, die zu Dreier gemacht werden können. Und so sollte sich gegenseitig schön hochschaukeln, bis wir hier alles quasi auf einem Schlag ersetzen können. Wenn nicht alles voll wäre mit Stahl oder so ein Gedöns, das erst rausgeholt werden muss. Ha, schön. Und die können wir dann alle vollballern mit Gottmodulen.